Hallo, hallo, ich bin Frau Lux und heute darf ich euch ein großartiges Vintage-Kochbuch vorstellen. Hello girl, do you feel good? I hope you are in a good... Löffelei und Gabelgunst sind im Moment die Retro-Kochbücher überhaupt, die man haben sollte zu Hause im Schrank. Ihr habt sie vielleicht schon gesehen, denn die sind so unglaublich farbenfroh, die kann man eigentlich nicht wirklich verfehlen. Dahinter stecken Antje und Ralf. Ursprünglich war die Idee, Freunden zu Weihnachten ein nettes Kochbuch zu schenken. Das war erstmal zusammengebastelt, wobei das wahrscheinlich auch schon eine ziemlich gute Qualität hatte. Hat sich dann aber im Laufe der Jahre immer mehr gemausert und ist zu einem richtig tollen, professionellen Kochbuch geworden. Die Rezepte dafür haben Antje und Ralf von Freunden und Bekannten zusammengetragen. Es ist also auch eine sehr persönliche Mischung und eine ganz tolle Auswahl. Die Grafiken dazu und das ganze Layout machen die beiden selber. Auf der Buchmesse hat Löffelei und Gabelgunst sogar den Preis für den Newcomer des Jahres abgeräumt, also den ersten Preis, Gold, und hat dabei sogar für Melzer ausgestochen mit seinem Buch. Finde ich großartig. Jetzt habt ihr nicht nur die Möglichkeit, eines dieser tollen Bücher zu gewinnen, sondern ihr könnt auch noch Teil davon werden. Aber eins nach dem anderen. Wir verlosen heute ein ganz großes Paket von Löffelei und Gabelgunst. Und zwar sind da beide bereits erschienenen Kochbücher drinne und Plakate und ein Kalender und Postkarten. Also ihr seid total abgedeckt und könnt dann feuchtfröhlich kochen und die bunten Bilder und Illustrationen genießen. Dabei sein könnt ihr außerdem, nämlich im nächsten Kochbuch. Dafür werden noch Rezepte gesucht. Die müssen natürlich originell sein und es sollten am besten eure eigenen Kreationen sein, also nicht irgendwo abgeguckt und einfach eingeschickt. Euer Name wird dann unter dem Rezept erscheinen. Das ist eine ganz tolle Gelegenheit, würde ich sagen. Schreibt einfach an Löffelei und Gabelgunst. Nächstes Jahr im Frühjahr wird dann auch das dritte Kochbuch erscheinen. Das wird es natürlich auch geben auf dem Marktplatz. Bevor ich mich verabschiede, noch eine ganz tolle Sache dazu. Alle überschüssigen Einnahmen aus den Verkäufen gehen übrigens an gemeinnützige Organisationen und Vereine. Also auch noch ein tolles Plus, wenn ihr die Bücher kauft. Teilt jetzt dieses Video und habt die Chance, dieses ganze Bücherpaket von Löffelei und Gabelgunst zu gewinnen.